Oh, moin, seid ihr schon da? Willkommen bei unserem YouTube-Kanal DVD Monster in Action. Ich bin der Dirk und ich habe euch wieder was zum Auspacken mitgebracht. Dieses Mal habe ich nicht nur mich zum Auspacken mitgebracht, ich habe euch auf jeden Fall Spielzeug zum Auspacken mitgebracht. Das mache ich aber nicht alleine, sondern ihr dürft auch noch jemand anderes auspacken. Also ich habe noch jemand anderes dabei, der mit auspackt. So war das richtig, genau. Und zwar habe ich euch mitgebracht den lieben Fotor. Moin Fotor. Moin, hallo zusammen. Wie geht's dir? Danke, sehr gute Nachfrage. Familie? Ebenfalls gut. Schlafen im Moment alle, daher die Zeit, dich hier beehren zu können. Das ist schön. Fotor, wir haben ja schon von längerem vorgehabt, ein Unpackaging-Video zu den Transformers zu machen, die du beim Big Bad Toy Store in den USA bestellt hast. Korrekt. Und zwar hattest du da ja bestellt, ich hatte euch ja den einen oder anderen, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und zwar hattest du bestellt, Moment, einmal diesen richtig coolen Ektotron. Und du hast bestellt, passend dazu, diesen coolen Ektotron. Ich hab da mal eine Frage, wa? Das konnte ich beim letzten Mal nicht so rausfinden. Ist das jetzt der gleiche, nur transformiert und untransformiert? Oder sind das wirklich zwei separate, verschiedene Figürchen? Tatsächlich sind es zwei separate Figürchen. Wenn du nämlich mal drauf achten möchtest, haben wir diesen Ektotron aus dem Jahr 2021 und diesen hier aus dem Jahr 2019. Das heißt, das ist ein Zeitreisender. Tatsächlich ist dies auch ein Zeitreisender. Das soll noch nicht so an die große Glocke gehängt werden. Könnte Probleme mit anderen Filmen geben. Okay. Ja, diese auf jeden Fall, die finde ich ja schon mal richtig cool. Alleine mit diesem kleinen, der hat hier den kleinen grünen Slimer. Und ja, der hat sogar zwei Slimer. Der hat einen grünen und einen blauen Slimer. Auch richtig cool. Und wenn man die dann ausklappt, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die ungefähr gleich aussehen, da sind Nuancen, ich glaube Farbnuancen sind da ziemlich groß, ne? Ja, aber tatsächlich meine ich auch nachher, vom Modell her sind sie die gleiche Figur. Ja. Ich muss gestehen, der allergrößte Kenner bin ich auch noch nicht. Okay. Aber man lernt ja nicht aus, richtig? Wir können ja mal hier hinten gucken. Hier hinten ist ja ganz lustig. Ich finde das ja cool, bei dem ja auch. Diese Power-Anzeigen-Geschichten, da hat meiner dann auf jeden Fall bei Ghostbusters Trapfall, Falle oder wie auch immer, da hat meiner, das hast du, du hast doch einen ganz anderen, guck mal, ich habe hier diese Falle da hinten drauf, da hat er ganz, der hat den Dings nach oben und du hast auf Sichtbarkeit in Anführungsstrichen den Dings ganz, es sind wirklich unterschiedliche, also hier diese hinten, da hinten sind ja diese. Diese coolen Dinger hier, die sind auf jeden Fall auch unterschiedlich. Ganz nice, diese. Die sind ja wirklich viel zu schön, um die auszupacken. Auf jeden Fall im Schrank stellen. Und Liebhaberstücke sind das. Schöne Verpackung, 35 Jahre Ghostbusters. Mensch, so alt bin ich schon. Habe ich damals nicht im Kino gesehen, aber bin ich auf jeden Fall mit groß geworden. Ja, ich auch. Glücklicherweise. Genau. Ja, das waren die einen, die du bestellt hast. Dann hattest du ja noch einen bestellt, den ich noch nicht so weit gezeigt hatte. Den darfst du jetzt einmal präsentieren. Tatsächlich haben wir da noch was für euch. Tada! Und zwar den Ultimate Expense. Und zwar das Mashup zwischen X-Men und Transformers. Auch ein wundervolles Stück, wie ich finde. Ich bin auch sehr verlockt, ihn auszupacken und damit zu spielen, muss ich ehrlich gestehen. Weil erwachsen werde ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr. Das wäre auch langweilig. Ja, ne? Schon. Ne? Wenn ich euch das hier hinten mal von hinten zeigen darf, wenn wir den jetzt theoretisch wirklich auspacken würden, der sieht schon nice aus. Alleine hier mit den Klauen, die er da hat. Das Gesicht hat er ja von Cyclops mehr übernommen. Die Klauen dann dementsprechend von Wolverine. Der hat da schon, guck mal hier, wie heißt der andere noch? Sabertooth ist auch dabei. Wolverine, Sabertooth. Das ist schon eine geile Nummer. Auch cool verpackt von der Verpackung. So ein bisschen Retro, ein bisschen so eine Mischung aus Retro und Neu. Und offiziell von Hasbro Transformers. Also, coole Aber Nummer. Weißt du, was ganz verrückt ist? Oder was schade ist? Wie ihr vielleicht seht, hat dieser Transformer gar keine Power. Oh, der ist eher so zum Hinstellen. Der scheint tatsächlich nur fliegen zu können. Ja, aber... Dafür dürfen Transformers auch mal da sein. Ist ja auch nett, ne? Denke ich auch. Ich meine, wenn du damit fliegen kannst, dann hat er sein... Davon machen wir dann auch auf jeden Fall ein Video und laden das hoch. Tor auf sein Ultimate Expense. Genau, cool.
Zurück in die Zukunft. Ja, und was du mir ja noch mitgebracht hattest, das war ja eine kleine... Wir sind noch lange nicht fertig. Na, hallo, wir werden ja gerade erst warm. Mir hast du ja diesen coolen Back to the Future Transformers mitgebracht. Und das ist deiner. So, wem gehört jetzt welcher? Die sind ja auch richtig nice. Die sind wieder vom Packaging gemacht wie die Ghostbusters. Auch 35 Jahre. Back to the Future gibt es auch schon 35 Jahre. Alter, so langsam habe ich das Gefühl, ich bin alt. Richtig alt. Und der hat auch hier hinten da wieder diese schicke Powerline-Geschichte. Das ganze, die ganze Aufmachung ist ziemlich gleich, wenn man sich das anguckt. Wenn man davon dann, gibt es davon dann noch mehr in der Aufmachung oder sind das die also einzigen? Soweit ich jetzt gefunden habe, gibt es noch den, lass mich lügen, den Jet von Top Gun. Es gibt jetzt auch ein Jurassic Park Mashup, ein Decepticon als Dinosaurier und ein Autobot als Jurassic Park. Und dann, wie gesagt, diese, sag mal schnell. Monster, die ich erzählt hatte, die Dracula. Dracula, ja, okay. Und da bin ich ganz gespannt, was wird in Zukunft noch folgen. Sind die Packungsdesign denn gleich oder konntest du da packungstechnisch sehen? Tatsächlich ist das noch ein bisschen anders. Also okay. Die Top Gun selber ist von der Verpackung her auch ein bisschen mehr in Richtung des Films gemacht. Ebenso das Jurassic Park. Das geht dann schon wieder in diese Verpackungslinie, sage ich mal, aber ist dann vom Bedruck nochmal wieder ganz anders. Wer weiß, vielleicht bestellen wir da ja nochmal den ein oder anderen Stellen in vor. Jetzt wollen wir aber, wie versprochen, eins von den guten Stücken entkleiden, nackig machen. Ich bin ja eigentlich OVP-Sammler, aber für euch, nein, in Wirklichkeit bin ich selber so interessiert, was da drin ist, aber für euch packen wir das auf jeden Fall jetzt mal aus. Ich bin da auch ganz vorsichtig. Nicht zerstören, das gute Ding. Und dann wollen wir den mal transformieren. Wie die Qualität ist, interessiert mich da natürlich auch. Im Schnitt sind die ja nicht günstig. Wenn man die bei einem hiesigen deutschen Unternehmen bestellt, da könnt ihr mal schon 60, 70 Euro für auf den Tisch legen. Um den Dreh. Mit Glück kriegt ihr es dann nochmal günstiger. Wie gesagt, günstig sind diese Spielereien nicht. Aber die sind mega cool. So, auch hier bitte so vorsichtig wie möglich. Wir wollen das ja auf jeden Fall. Jetzt kriege ich den Nipsi nicht. Ach, der Nipsi geht da, pass auf, siehst du. Es fällt gar keinem auf, dass ich das gemacht habe. Das merkt gar keiner. Ich auch, ich selber auch. Ui, mit Anleitung sogar. Mit Anleitung, aber verständlich. Hier haben wir das schicke Auto. Dazu, das hole ich jetzt nicht raus, das lasse ich mal drin. Hier haben wir den Haken für die... Die Stromabnahme des Blitzes. Genau, und hier wäre dann noch, was ist das denn jetzt? Das ist einfach eine Kanone nochmal so dazu. Das ist eine genau. Karte, würde ich auch vermuten. Genau, die kann man ihm in die Hand drücken. Dann legen wir mal beiseite. So, möchten Sie die Ehre haben? Nein, versuch dich ruhig mal. Okay. Aber wir nehmen vielleicht den geil. Transformer zuliebe. Guck mal, von hier sieht man schon den... Fluxkompensator. Den Fluxkompensator sieht man hier schon. Der ist zwar ein bisschen an der falschen Stelle eingebaut, laut dem Film, aber können wir gerade noch... Wir nehmen das nicht ganz so ernst. Wir nehmen das heute mal nicht ganz so ernst. Genau. So, erzähl mir mal was. Was soll ich denn überhaupt machen? Du sollst den hinteren Teil um den 180... Arsch. Ja, beziehungsweise, ich glaube... Auch diese Türchen hier aufklappen. So sieht das. Wir halten das Auto falsch rum. Von unten sollen wir das aufklappen. Da sind Türchen. So. Jawohl. Und dann. Die Flügeltürchen dürfen aufmachen. Die sind hochgeklappt. Wow. Funktioniert. Cool, das heißt, wenn man damit dann auch so untransformiert spielt, kann man sogar die Flügeltürchen einzeln aufmachen. Das ist ja auch geil. So, dann sollen die als allererstes ausgeklappten Beine rausgefaltet werden. Das wird schon cool, glaube ich. Ausklappen. Ach so, für Doofe, hab ich. Jetzt sollst du ihn drehen. Jetzt will ich auch nicht mehr, jetzt bin ich zickig. Jetzt war ich ja schon, jetzt muss ich wieder so. Und dann die Schuhe zuklappen, sozusagen. Die Schuhe? Ja, beziehungsweise der muss wohl noch raus, damit der gute Herr auch stehen kann. Theoretisch zumindest. Theoretisch zumindest. Zack, zack, zack. So, genau. Diese
Dinge nach vorne. Vielleicht muss nur gefallen. Die ist kaputt machen. Okay, dann lass ich dich. Dann lässt du mich das kaputt machen. Das ist nicht ganz so schlimm. Das, ne? Doch, das ist das. Die musst du, die musst du wirklich so. Komm her, ja. Es gab mal eine Zeit lang, als Transformers noch richtig viel im Geschäft unterwegs waren. Mittlerweile ist das ja sehr ruhig um die Transformers geworden. Wahrscheinlich brauchst du eine Kanone dafür, ne? Dann kannst du das wahrscheinlich dann ein bisschen leichter machen. Aber Kanone wollten wir drin lassen. So. Wo wollte ich darauf hinaus? Genau, es gab mal eine Zeit lang, als die Transformers noch richtig gut in den Geschäften unterwegs waren. Wie gesagt, derzeit ist es ja ein bisschen ruhiger geworden. Gab das Transformers-Team mit ganz wenig Klicks zu transformieren waren. So wenig wie möglich. Ich glaube, das gab sogar nur One-Click-Transformer oder so eine Geschichten. Das war auch ganz nett. Aber da kriegt man natürlich nicht so viel Spielkram hin, wie wenn man die... So. Das sollen jetzt sozusagen... der Hauptteil sein. Genau. Dann sollen wir hier nach die Vorderräder nach vorne drehen. Dann noch weiter nach innen drehen. Vorderräder nach vorne. Ich kann die nur nach innen drehen. So, und dann wird das ansetzen und sie noch mal weiter nach innen drehen. Wenn die noch weiter geht, nicht. Dann ist sie kaputt. Nö, nicht. Ach so, doch. Geht. Boah, das war schon ein bisschen. Okay. So sieht es dann aus. Die kann man wirklich noch einmal so rüber knucken. Und dann sollen wir ihm schon die Motorhaube runterknucken. Ja, und dann ist er laut Anleitung schon fertig. 11 Schritte. Wo sind die Arme? Nee, die Arme. Ah. Ja. Du willst auch deinen Transformer ohne Arme leben lassen, oder? So, die Arme, das runterklappen und der muss jetzt auch. Das Coole ist, den Plux-Kompensator, den kriege ich. Ach, der ist ein bisschen friemelig, die ganze Geschichte. Den soll man auch drehen. Die sind halt schon ein bisschen ein paar Jährchen aus der Übung. Ne? Ja, den Tag spiele ich nicht mit Ringen mit Transformers derzeit. Und warum nicht? Du kannst auch hier keine Videos Demo mit Transformers machen. Ich bin ja Playmobil. Hast gerade noch geschafft, gerade noch die Kurve gekriegt. Soll man da irgendwas hochziehen oder so? Nee, also wir waren jetzt gerade an den Armen, da soll das vorgeklappt werden, der Fluxkompensator nach außen. Und dann soll die Fluss und das umgeklickt werden. So. Der war gerade sehr fest, der Fluxkompensator. Aber beim Fluxkompensator sieht man dann auch, hier unten, ich zeige das einmal, ich hoffe, da sieht man. Da vorne ist dann auch die Uhr und alles mit dran und drum, wie sich das gehört. Jetzt kann man die Arme hier noch ausklappen. Das ist natürlich gut. Das mit der Uhr für Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart habe ich noch gar nicht gesehen. So, ich glaube, einmal um 190. Ja, so. So, ich glaube, wir sind soweit. Das war's. Da steht er nun. Tada! Steht er. Nette Geschichte. Da ist er. Sieht auf jeden Fall gut aus. Der Gigawatt. Das Geld ist es wert. Der Spaß auf jeden Fall. OVP und Un-OVP macht er sich auf jeden Fall gut im Schrank. Hochwertig ist er. Sehr hochwertig. Natürlich am Anfang, wenn das erste Mal klappt, ist es immer ein bisschen kompliziert. Aber gefällt mir allein diese ganzen. Hier haben wir auch das Outer-Time-Kennzeichen, ist zu erkennen. Da ist schon, diese ganzen Kabellagen sind hier zu erkennen, wie beim DeLorean. Wenn der jetzt noch ein bisschen blinken und leuchten würde, ich glaube, das wäre der Hammer hoch 3, aber das kriegt man in der Größe ja gar nicht mehr untergebaut. Da brauchst du ja schon, das Batteriefach ist ja alleine schon. So ein Batteriefach. Tja. Der Fluxkompensator muss bespeist werden. Ja, aber der wird doch mit Bananen gefüllt, oder wie war das? Mit Bioabfall. Ah ne, das war Teil 2. Ist ja Teil 1. Trotzdem hat er ein sozusagenes Antriebsfach. Ja, genau. Nennen wir es nicht Batteriefach, sondern Antriebsfach. Sehr schöne Nummer. Vielen Dank dafür nochmal. Der kriegt auf jeden Fall einen schönen Platz in der Sammlung. Aber Thor, ich bin ja auch viel unterwegs auf Plattformen, wo ich einkaufen gehe und so weiter. Und da habe ich letztens was gefunden. Da dachte ich, du als Freak von Transformers und so, das müssen wir mal auspacken, das müssen wir uns mal angucken. Und zwar habe ich bei einer großen, weltweit operierenden Einkaufskette IKEA.
Ja, fast dicht dran. Quelle. Ach nee, das war mal. Fängt mit A an. Weiter will ich gerade mal nicht werben. Habe ich ein Produkt gefunden. Ein Transformers. 21,99 sah in der Produktbeschreibung richtig cool aus. Produktbeschreibung, ich zeige euch das mal hier.